So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ich habe ein kleines Unboxing vorbereitet. Im Prinzip habe ich jetzt drei hintereinander. Ich habe die WrestleCrate UK Box ausgepackt für Mittwoch. Ich habe das von Albert Giant, dem Weißen Riesen, ausgepackt. Plus das vom Hannes. Vom Hannes habe ich jetzt immer noch hier das Bier stehen. Prost! Und um euch zu zeigen, dass ich wirklich nicht geflaxt habe, das hier ist jetzt meine Schuhbox, denn ich habe wirklich ein Paar Crocs, ich habe zwei Paar Crocs, drei Paar Crocs, vier Paar Crocs, fünf Paar Crocs insgesamt. Das sind alle fünf Paare, die auf der Wunschliste standen. Wie gesagt, ich habe da einfach aus Spaß einfach meine fünf hingeschrieben. Einfach nur so, dass sie halt da drauf sind. Ich habe mich da noch nicht wirklich ausgekannt und der Weiße Riese, der Albert Schein, hat sich jetzt wirklich als Ziel gesetzt gehabt. Was? Wenn noch zwei Paar bestellt werden oder ein Paar, sind die weg? Okay. Ramses, guck mal in deinen Post rein. Man hat jetzt einfach nochmal zwei Paar bestellt gehabt. Jetzt habe ich fünf Ersatzpaare zu denen, die ich ja momentan aktuell trage. Was für verrückte Leute es gibt. Zwei Sachen habe ich aber immer noch hier, die ich noch auspacken muss. Und zwar ist es einmal ein großes Paket von der Bioshanga. Das hat sie nämlich geschickt. Es kam wieder zurück zu ihr, weil irgendwas ausgelaufen war. Sie musste es neu verpacken und nochmal neu schicken. Das ist jetzt also hier drin. Da müsste irgendwas Lebensmittelmäßiges drin sein. Und dann, was ich im Letzten nicht wusste, ist hier noch ein kleineres Paket. Da hatte mich letztens der Lukas angeschrieben und nach meiner Adresse gefragt. Der Lukas ist der Lachinho, wer den vielleicht kennt. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, weil er hatte geschrieben, Paket ist unterwegs, sollte Donnerstag oder Montag kommen, bitte mal MHD prüfen. Könnte sein, dass es Amazon verkackt hat. Bitte dann Foto machen und die schicken ein neues nach. MHD prüfen, Bruder, das steht jetzt schon eine Woche bei mir auf dem Sessel. MHD, was kann es sein, was vom NHD nicht an sich passt? Ich glaube, weil das gefährlich ist, machen wir das zuerst auf. Also ist vom Lachinho, vom Lukas, Lukas Lachinho, Adi, hä? Was sagst du dazu? So, mach mal jetzt mal auf, guck mal jetzt mal da rein. Jetzt springt mich gleich was an. Im Endeffekt ist es wie bei Knossi, ein Beutel Scheiße. Bitte mal prüfen, sonst zurückschicken. So, hier ist. Man sieht noch nichts. Es ist einfach versteckt unter diesem Netz. Wenn wir dieses Netz aufmachen, sehen wir da Wunder. Oh! Adi Schatz, guck mal, alles Gute. Freust du dich jetzt? Hier sind zwei Samyang-Soßen drin. Warum sollen die denn aber vom MHD nicht passen? Pro-Exp. 3.11.2021 und 4.11.2020. Verstehe ich nicht. Pro, ist das da abgefüllt worden? 2020 und haltbar bis 3.11.21 oder wie? Und dann hast du hier 1.9.21 und 31.8.22. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geachtet. Ich habe drüben bei mir auf der Mikrowelle habe ich schon eine Extremely Spicy Bulldog Flasche stehen. Eine rote und auch eine schwarze. Ich habe da noch gar nicht nach dem Datum geguckt. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal zwei solche Soßen bekommen. Hab die aber noch nicht aufgemacht, habe die noch nicht getestet. Lukas hat mir jetzt hier zwei geschickt nochmal. Also wenn die gut sind, dann sind die auf jeden Fall richtig brutal. Es sind auch nicht so günstig, Shake Well. Was jetzt mit dem Datum aber? Woher wusste er vorher schon, dass das im Prinzip, dass das Datum schon über die Zeit ist? Weil das Datum steht ja eigentlich... Danke für die Soßen erstmal. Wenn nicht... Hole ich mir die zwei anderen, die sind bestimmt noch älter, dann machen wir ein Foto und dann schickt man die, lass mal die umtauschen sozusagen. Also, ja, das sind nämlich die, das ist das kriminelle Genie, was in mir schlummert. Ich muss einfach mal einen Test machen, ich weiß noch nicht mit was, ob man sich da zwei Hotdogs besorgt und beide Soßen draufpackt und guckt, wie die schmecken oder eine Pizza oder ein Döner oder Hamburger. Was habt ihr denn für eine Idee, mit was man diese Soßen testen kann? Schreibt das mal rein.
dann würde ich das damit umsetzen. Bringt dir jetzt nichts, wenn ich Samyang-Nudeln nehme und mache da die Soße drauf, weil da ist ja eh schon Soße dabei. Also, oder normale Spaghetti vielleicht kochen und diese Soße drauf, damit man sagen kann, jetzt sind das Samyang-Spaghetti. Ich muss auf jeden Fall den Lukas nochmal anschreiben, muss nochmal genau fragen, was da jetzt Phase ist. So, hier machen wir schnell das auf, weil da hier eigentlich auch irgendwie Lebensmittel drin sein sollen. Was halt jetzt über die Feiertage war, das halt ein bisschen verzwickt und hat halt ein bisschen gedauert. Ah, der ganze Karton ist kaputt. Was machst du denn, Adi? Was machst du denn? So, so soll das bestimmt auch nicht sein. Aber wir können den Deckel hier jetzt abnehmen, glaube ich. Deckel ist weg. Dann haben wir hier und dann haben wir da und dann haben wir nochmal und dann haben wir... Hier ist eine Bierjangers Spezialmix. Soll ich das mal abstellen oder auch nicht abstellen? Bierjangers Spezialmix. Das sieht auf jeden Fall alles sehr... Das scheinen Gewürze zu sein. Also vielleicht hier was Scharfes. Scharfe Kräuter. Hier steht Nuss-Nougat-Creme. Das ist natürlich keine Nuss-Nougat-Creme. Ich glaube, das ist hier so selbstgemachte Chili-Soße. Also schön zum Würzen irgendwie. Oder einfach so zum Reinknallen. Hier habt ihr drin... Nur für Ramon. Nur für Ramon. So, was ist das jetzt? Da sieht man, das sind im Prinzip Plätzchen. Die sehen alles sehr rot. Sind das Chili-Plätzchen? Das ist was anderes. Knall das voll rein. Nur für Ramon. Adi, Schatz, nicht für dich. Da hast du leider Pech gehabt. Dann haben wir hier noch Würstchen. Nochmal Kekse. Oh, alles zerbröselt. Für euch alle geeignet, Grins. Da ist auch hier, das sind Weihnachtsmänner drin, das sind hier Plätzchen drin, alles ein bisschen zerkrümelt. Ihr seht, das ist eigentlich, das kam halt um die Weihnachtszeit, deswegen gehört das alles so weihnachtszeitlich irgendwie da rein. Dann haben wir hier Christmas Lachs, Christmas zwei Stiefel, bilden die ein U, bilden die was anderes, jetzt muss ich hier drüben schauen. Endlich alles richtig machen. Socken zu Weihnachten verschenken ab 14,90. Eine kleine große Freude bereiten, geben und... Hä? Fängt das irgendwo an? Ich lese einfach den Rest vor. Eine kleine große Freude bereiten, geben und nehmen, menschlich bleiben. Menschlich? Mensch in diesen Zeiten bleiben. Eine kleine große Freude bereiten, geben und nehmen. Mensch in diesen Zeiten bleiben. Community, Geschenke, du darfst entscheiden. Das ist so eine Karte von Jigsaw, oder? Du entscheidest, was du machst. Wähle weise. Dein Ausgang wird über Leben und Tod entscheiden. Versprochen ist versprochen. Have fun, PS, deine Kekse. Vielleicht ein Video wert. Zag und Bierschanga unten drunter und was auch immer das ist, ist ein heftiges Graffiti. Guck dich dieses heftige Graffiti an, was bestimmt wieder keiner erkennt, weil es wieder unscharf ist. Ach ja, bist jetzt fertig oder was mit dem Karton kaputt machen? Kommst du jetzt wieder hoch? Für die nostalgische Stimmung, halte es in Ehren. Spielkiste, eine D-Mark. Qualitäts-Staniol-Lametta ist das Beste. Da hat sie bestimmt wieder auf dem Sperrmüll gefunden. Neue Infos, gestern Abend eingetrudelt, ja. Lametta, einfach, ja, jetzt ist der Baum, jetzt brauche ich es auch nicht mehr an den Baum hängen, ne? Jetzt ist der Baum schon kein Baum mehr. Dann haben wir hier hinten drin, das müsste man sich eigentlich auf den Kopf setzen, vor allem ist überall mal was draufgeschrieben, damit deine Events... Damit keine Events, Geburtstage, Jahrestage vergisst, ne? Hier ein Apo-Rot statt Aporett ist es Apo-Rot. Heftiger Apotheke Güstrow. Ah, die schnüffel da nicht so dran rum.
auf den dann Leinen dran zu ziehen. Mann, ein Kalender von der Apotheke. Dann macht ihr den so auf und seht ihr hier, oh, das sind Kiwis, das sind hier Blaubeeren, ja, und noch mehr Kiwis. Ja, ich sehe das gar nicht. Wenn wir den anderen Kalender gezeigt haben, müssen wir den auch zeigen. Einmal hier die Kiwis, einmal hier die Pflanze, einmal hier die noch eine Pflanze. Dann habt ihr hier ganz eindeutig eine Pflanze und hier Weidenkätzchen. Ich habe keine Ahnung, weil das sind nämlich jetzt Pfirsiche. Sind das Pfirsiche, sind das Aprikosen. Hier habt ihr nochmal Weidenkätzchen in einer anderen Farbe. Dann habt ihr hier schon wieder, das sind Brombeeren oder was, ich weiß es nicht. Dann habt ihr hier Birnen, das dürften Birnen sein, keine Äpfel. Hier habt ihr einfach nur, oha, Mäusekot, ne, diese Köttel. Dann habt ihr hier aber Äpfel, aber aufgeschnitten, der ist ja Dezember, das ist hier Bratapfel. Jetzt sage ich schon zwei. Sag mal, der ist ja schon wieder nass. Ist das normal, dass der hier oben nass ist? Das ist auch schon wieder nass. Adi, es ist nass. Adi ist was ausgelaufen schon wieder. Hier sind Kassetten drin. Fröhliche Weihnachten, Karussell. Andy, 10 Pfennig, Roger, Wittegger, Vico Toriani, Peter Alexander. Fröhliche Weihnachten. Hier habt ihr Weiße Weihnacht, ne, als Kassette. Hier habt ihr Stille Nacht, Heilige Nacht von Andy Borg. Guckt euch die Friese an. Also ich glaube, das von vorhin, das ist gar nicht so abwegig. Das passt da noch mit rein. Schon wieder einen Schirm gefunden. Was soll mir das wohl sagen? Immer Schirm am Start. Ach, ach, Bianca, guck mal. Der Adi, der isst einfach deine Plätzchen auf, ne? Aber du hast ja gesagt, die sind für alle. Da kann jeder ran. Dann können wir ihn ja da mal kurz machen lassen. Wir nehmen uns so lange hier mal das raus. Hier ist nämlich noch eine Baldessarini-Tasche mit einem Rasierpinsel drin, wa? Hier ist so Kosmetikzeug für Männers. Hier Parfüms, Bodylotions, Pröbelchen, andere Sachen. Hier ein Buddy mitgeliefert zum Anziehen. Peniscreme, alles dabei, because it's you, ne? Adi, schnüffel mal. Riecht gut. Also Adi ist auf jeden Fall nicht angewidert. Die ist auch randvoll gepackt mit tollen Sachen. Ja, wenn die Bianca zu Hause ausmistet, ne? Da hat der Ramses nichts zu lachen. Dann habt ihr hier einmal, na, da hat er aber ein Bild geschickt, da ist schon mal eine ausgelaufen. Kelles NWA, ach NVA Feldsuppe, Suppe aus gelben Erbsen mit Schweinebauch, Gemüse und Bockwurst. Verdellte Dose, kann man doch essen, alles gut, ess das nicht, du weißt, innen drin blättert immer alles ab. Dann habt ihr hier einmal Schulküchenanker, der ist ja sehr lustig, ne, weil da haben sie nämlich, da ist die Soljanga, ist weggestrichen und da ist Bier davor geschrieben, also Schulküchen-Bierschanga mit Wurst und Fleisch. Und guck dir den Typ an, wie heftig der abgeht. Die Dose sieht auch aus, als hätte sie schon oldschool auf jeden Fall. Es gibt sogar Schulküchen-Tomatensoße. Also Schulküchen-Bierschanga gefunden im Paket. Dann haben wir hier ein Glas. Sieht schon wieder aus wie Leberwurst. Vielleicht ist es aber auch Pulver, ein Glas voll Pfeffer. Adi, Schatz, mach's auf. Ich komm nicht durch. So, das ist ein Honig, hä? Bierschanga Apfelmus 1221. Tu das not, dass das Glas so klebt. Ich tu's mal wieder hier rein. Ein Glas selbstgemachten Apfelmus, da seht ihr mal wieder, wie leicht es ist, jemanden zu vergiften. Einfach sagen, hier hast du Apfelmus und dabei. Hier haben wir nochmal ein Mirocabal Tester for Homme. Könnt ihr euch auch in die Visage schmieren. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal einen Drink, wenn es so weitergeht. Hier haben wir jetzt, na dann ist, wenn wir Apfelmus hatten, haben wir hier
Rode Beete, 8,21. Das ist Rode Beete. Erst hat der Fritz welche geschickt, jetzt schickt dir Shanga welche. Das sind irgendwie so Rode Beete-Fetischisten, so wie es ausschaut. Die können gar nicht ohne. Dann haben wir hier einen weiteren. Aber du musst dich hier überall durchwühlen. Der Akku ist nämlich auch nicht mehr so gut. Die Shanga-Pakete, die brauchen eigentlich wirklich ihr eigenes Video, weil die so lange gehen. Hier habt ihr Metal Wave All Saints Eau de Parfum. Und wenn du von hinten reinguckst, siehst du einfach nur, aha, es ist einfach nur, ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Haben sie auf jeden Fall da reingemacht. Kannst du hinten reingucken, freust dich dann, dass da noch was drin ist. Machst du hier auch auf, machst das schnell mal so. Das ist schon wieder. Das sieht jetzt nach irgendwas Pikanten aus, nochmal. Auf. Jetzt sollte man erst die Pakete aufmachen, alles raustun. Bierschangas Gemüse mit Lecho. Also Gemüse mit Lecho, das klingt auf jeden Fall auch gut, aber das ist immer nicht so lang haltbar, ja. Also da bildet sich schnell Schimmel, wenn das jetzt hier so... Was mache ich damit? Das packe ich auf. Kauft man sich hier Jägerschnitte, frisst das dazu. Alles so Fastfood-mäßig dann, weil du weißt, ich nix kochen. Ich schnell von Hand in den Mund. Hier haben wir... Das ist auf jeden Fall jetzt aber schmierig. Wir packen trotzdem mal aus. Pflaume, Traube. Pflaume, Traube, einmal ausgelaufen, einmal schmierig. Lass mal jetzt da drin. Sieht doch auch so aus, als wäre da nur noch die Hälfte da. Wir stellen es mal hier oben mit drauf. War das jetzt, was rumgesaut hat? Eigentlich nicht, weil die Sauerei findet hier hinten statt. Dann haben wir hier Boss Hugo Boss Parfüms. Das kennen wir von dem letzten Paket. Da sind bestimmt wieder Gläser drin. Das heißt, insgesamt hätte ich jetzt 4 Gläser, Hugo Boss Gläser, wo auch hier Hugo Boss draufsteht, wenn man das überhaupt erkennt. Es ist schon wieder so dunkel hier drin, das nervt mich schon wieder komplett. Mit Gegenlicht kannst du da auch nicht arbeiten, das wirkt dann wieder unnatürlich und gelb. Es ist halt momentan so, wie es ist. Und dann hat hier nochmal diese angebliche Laptop-Tasche, auch von Hugo Boss. Wer also einen Laptop hat, er braucht unbedingt eine Laptop-Tasche. Dann habt ihr hier scharfer Senf von Tomi, mit dem auch schon eine Runde Fußball gespielt wurde, so wie der aussieht. Einmal festdrücken, platzt in alle Richtungen auf. Stellen wir auch wieder hier rüber. Dann haben wir hier nochmal was, das dürfte wieder was Duftendes sein. Und ein schwieriges eingepacktes Glas ist dann noch da. Wave. Ah, die Schatz. Davidoff Cool Water. So. Es klebt und klebt und klebt. Und es klebt auch noch weiter. Davidoff Cool Water Wave Eau de Toilette. Sag mal, da fehlt ja schon die Hälfte, ja? Ich will ja nicht so da rumpochen, aber die Flasche sieht auf jeden Fall gut aus. Das legen wir mal hier hoch und haben jetzt hier noch eine Tüte. Eine verschimmelte Tüte mit da wohl auch ein Glas drin. Das sieht verdächtig aus. Eine Tüte mit Glas und guck mal hier. Da schwimmt irgendwas. Kräuter E Knobi. Kräuter E Knobi. Wofür steht das E? Kräuter und eingelegter Knoblauch. Da ist auf jeden Fall ganz viel Brühe drin. Da schwimmt einiges drin rum. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Sieht aus wie Spider-Man im Glas. Und hat halt jetzt der ganze Beutel durchnässt. Ansonsten ist das jetzt hier leer.
Jetzt ist nur noch die Schere drin. Jetzt ist die Hose auch noch voll. Also Bierschanga mit einem heftigen Paket letztens gewesen, wo sie ja gesagt hat, da könnte ich vielleicht was an die Community verlosen. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, wen man hier irgendwie Duftproben und Parfüms und Kosmetikartikel geben kann. Für die biertrinkenden Männer unter euch, die sind da vielleicht jetzt nicht so. Jetzt viel Essen dabei. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, ich muss mir da mal Tipps abholen, was ich am besten wie mit was mache und esse und ernähre mich in nächster Zeit nur noch von Gläschen. Ja. Ich habe auch noch Konservendosen, den ganzen Schrank jetzt voll, die da alle vom Fritz geschickt wurden. Also das ist ja, brauchst du nicht mehr einkaufen. Brauchst du wirklich nicht. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Danke an Bierschanga, auch für die lustigen Beschriftungen immer da drauf, die da zu sehen sind. Und ah, die freut sich auf jeden Fall. Auf die Kekse bin ich mal gespannt. Das scheinen wirklich Chili-Kekse zu sein oder irgendwas. Auf jeden Fall richtig heftig. Auf dein Gemüse-Leccio-Zeugs, ja, das klingt auch interessant. Ne? So, vielleicht mal zu Schnitzel dazu oder irgendwas. Und, ja, beim Rest müssen wir mal sehen. Schauen wir uns mal an. Und danke auch an die zwei halbwegs abgelaufenen Samyang-Soßen. Ich gucke wirklich mal drauf, was die bei mir gesagt haben. Und ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Fettes Unboxing plus Kalender plus... Wie soll ich denn die hören? Ich habe schon seit 100 Jahren keine Musik mehr gehört, weil an den neuen Handys nicht mal mehr ein Anschluss ist für einen Kopfhörer, ja? Ist alles nur noch über Bluetooth, Bruder. So ein Schwachsinn. Das ist aber noch oldschooler, als wie ich sonst unterwegs bin. Ich habe keinen Kassettenrekorder. Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und darauf muss ich erst mal einen trinken. Prost.